Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch. Nee, wie heißt das? Ich hab's vergessen. Garden Witch Live, also. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, in der letzten Folge hat es uns mal wieder umgehauen. Nachdem wir dann gerade erst was gegessen haben. Was ist das? Ach nee, das sind unsere. Ach ja. Ich dachte gerade, wir haben endlich mal wieder Brennnessel bekommen. Aber anscheinend kommen die hier auch gar nicht mehr nach, ne? Also wir kriegen hier irgendwie gar keine neuen. Oder das ist tatsächlich sowas von random. Ja, das wäre natürlich doof. Das heißt, am besten werde ich hier nochmal eben gießen. Ich weiß natürlich jetzt nicht. Was hatte ich denn da überhaupt reingemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann man das irgendwie. Muss das so eigentlich, ne? Schneiden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher, was ich jetzt da reingetan habe, ehrlich gesagt. Ich denke, es braucht wohl noch ein bisschen Zeit oder so. Ich weiß es nicht. Wieso gieße ich? Ach so, weil ich nicht E drücke. Ach, ich Idiot. Ich gieße den Brunnen anstatt, dass ich das. Ja, kein Thema. Moment. Warum habe ich den Kuchen jetzt eigentlich hier? Moment. Ah, nee, das ist mein Geld. Ich dachte gerade, das kostet so viel Kiefernharz. Ach, das könnten wir aber auch mal eben kurz reinlegen. Hallo, wer bist du denn? Ein Besucher? Nein, ich spüre, dass du eine Weile hier bleiben wirst. Ich sehe, du hast gemerkt, dass der Boden hier leidet. Um den Boden zu heilen, musst du zuerst herausfinden, was die Ursache für das Problem ist. Dann kannst du das richtige Mittel finden. Ich spüre, dass du im Zwiespalt bist und nach etwas suchst. Und du hast eine starke Verbindung zum Unsichtbaren. Deshalb werde ich dir helfen. Weißt du, der Kristallweizen hier sieht hübsch aus und glitzert in der Sonne wie 1000 Sterne. Welcher Weizen? Ach so, der drumherum. Aber er hat das Leben aus seiner Umgebung ausgesaugt. Er wurde hier vor unzähligen Sonnen gepflanzt, von Leuten vor dir. Aber sie konnten nicht wissen, dass er zu stark für ihr eigenes Wohl ist. Er hat alles ersetzt und wird nie verwelken. Aber man kann ihn ernten, oder? Mit deiner Hilfe kann er wieder zur Ruhe kommen. Lass uns Platz für neues Leben schaffen. Nimm das und beginne einen neuen Zyklus. Schneide 10-mal Kristallweizen. Ich habe einen Komposter erhalten. Das ist nett. Aber was mache ich jetzt mit dem Komposter? Und wo ist der Komposter? Hä? Hä? Ach nee, den kann ich bauen, oder? Ich habe den gar nicht erhalten. Ich dachte jetzt, sie hat dem jetzt so in die Hand gedrückt. Was brauche ich denn dafür? So, Komposter. Ich brauche ein Hochbeet. Was ich nicht machen kann, oder? Tontopf? Hatte ich nicht. Konnte man das Hochbeet nicht kaufen? Ich brauche 10 Gras und einmal Bretter. Baumstamm. Achso, ich habe keine Baumstämme mehr. Echt? Also wir brauchen auf jeden Fall ein Hochbeet und ich bin mir ziemlich sicher, da ist der Bug wieder mit dem Mönchskopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das irgendwo kaufen konnten. Das Problem ist nur, was mache ich jetzt, um Geld zu verdienen? Das weiß ich ja immer noch nicht so richtig. Hiermit konnte ich das nicht ernten, oder? Ah doch, damit konnte ich es ernten. Da ist Grünschnitt bei. Okay. Aber die hat mir doch jetzt nur den Komposter gegeben. Oder habe ich das vorher auch schon gehabt? Da bin ich mir nicht so sicher. Die kann ich wahrscheinlich. Nee, die kann ich nicht machen. Oder hatte ich die schon alle weggemacht und da sind jetzt wieder neue dazu gewachsen? Oder vertue ich mich da jetzt einfach, weil es schon wieder zu lange her ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin eigentlich der Meinung, wir hätten alle hier, die wir machen können, hier weggemacht. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung.
weiß nicht. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. So, die Ecke, sag ich mal. Den einen darf es jetzt aber auch nochmal eben machen. So. Dann haben wir das ein bisschen freier. Wir können das hier vorne ja noch ein bisschen freier machen, um dieses Ding drumherum. So, das sieht dann wenigstens noch was besser aus, ne? Da ist aber noch eine drin. Okay, die nimmt er auch so. Gut. So. Dann schmeiße ich die Sachen jetzt nochmal ganz schnell in die Truhe rein. So. Ach so, Baumstämme hätte ich gehabt, aber der nimmt das nicht aus der Truhe. Das war das Problem, ne? Das tun wir rein. Dann diese Dinger hier, das ist das. Die hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht. Die tun wir auch mal mit da rein. Ja, wobei die Baumstämme, ich lasse die jetzt trotzdem mal hier natürlich. Ach, wir haben ja sogar Bretter drin, weil die brauchen wir jetzt nicht unterwegs. Die Frage ist jetzt nur, ich kann Kuchen backen, aber ich kann den, denke ich mal, nicht verkaufen, oder? Oder konnte ich den verkaufen bei einem? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, wir haben jetzt 10 Uhr morgens und mein Müdigkeitsfaktor geht schon wieder hoch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Das Problem ist halt, ich kann Kuchen backen, aber ich kann die Sachen nicht... Obwohl, kann ich das bei ihm vielleicht verkaufen? Er ist gar nicht da. Wo ist er denn? Hä? Ich höre hier doch irgendwas. Ach so, das war die Treppe. Ach. Oh. Ja gut, ja gut. Haben wir eigentlich noch irgendwelche... Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment, die Suppe, das ist klar. Aber da tut sich ja nichts. Werkzeug können wir immer noch nicht machen. Baue einen Komposter. Ja, toll. Also alles Sachen, die wir jetzt nicht machen können. Das ist doch schön. Gut, wir müssen uns eigentlich ja um das Geheimnis hier von diesem vergifteten Fluss kümmern. Deswegen wundere ich mich jetzt ein bisschen, dass wir jetzt da wieder was Neues bekommen. Da wollte ich auch mal gucken. Passiert aber nichts, ne? Scotty, beam me up. Will er nicht. Na gut. Oh, wir können hier auch noch hoch. Das habe ich gar nicht gesehen. Na, cool. Ah. Ach so. Ich kann mich da nur hinsetzen. Ja, dann. Ist nett und schön, aber bringt mir nichts. Deswegen so aufstehen. Okay. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder runter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt Fallschaden bekomme. Keine Ahnung. Hier zum Strand. Ach ja, da wollten wir auch nochmal hingehen, haben wir gesagt. Ne, da waren wir auch noch nicht. Okay, da ist anscheinend auch nicht viel. Moment, ich habe ja gerade irgendwas gesehen. Es sieht so aus, als ob hier etwas vergraben ist. Ja. Achso, doch, ich habe ja eine Schaufel. Ich habe Sand bekommen, aber... Das, was ich gesehen hatte, habe ich nicht bekommen, oder? Ich habe Sand bekommen. Ich habe doch eben eine Muschel gesehen. Anschauen? Ah nee, das war tatsächlich der Sand. Okay. Ah, jetzt macht's es. Ja, sonst lass von mir aus die Löcher da. Das ist mir jetzt ein bisschen zu nervig, ehrlich gesagt. Die Frage ist jetzt nur, brauchen wir den Sand für irgendwas? Oder ist das nur so... Ist auch sehr schwer zu sehen, finde ich. Oder liegt das daran, dass ich heute Migräne habe? Weil dann habe ich sowieso Probleme, helle Sachen zu sehen. Beziehungsweise gegen helle Sachen, also so wie Sonne oder so zu gucken. Oh. Och, komm. Boah, das ist so nervig, ne? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätten sie sich echt sparen können und auch sollen. Das ist... Oh, ich werde mich nie wieder umdrehen, wenn ich irgendwas da reingetan habe. Pflanzen. Die kann man aber immer noch nicht angucken oder so. Wir haben jetzt wieder den nächsten Tag. Das heißt, die sollte ich auch wieder gießen. Okay. So, diesmal gieße ich das Ding nicht, sondern fülle direkt auf. Will er nicht? Doch, jetzt.
Okay. Oh, was ist das denn? Hier wächst ein Bäumchen. Wo kommst du denn her? Okay. Gucken wir doch nochmal eben hier vorne, ob hier auch nochmal was gewachsen ist. Aber ich denke nicht. Nee. Ach, nachdem ich mich ja so blöd vertan hatte mit der Suppe, die ich der einen eigentlich geben wollte, ne? Ach, das nervt mich so richtig. Mich nervt es auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass man hier mal wieder zurückgesetzt wird. Also, das Spiel ist sehr süß. Da gibt es nichts. Aber das sind dann so Sachen. Oh, da kann man rein. Achso, ja, da konnte ich vorher auch schon rein, aber ich konnte das nicht machen, ne, mit dem lausigen Ding, was ich hier habe. Mit diesem verrosteten Teil hier. So. Ach, Moment. Nee, er nicht. Ich glaube, der hier unten hatte Hochbeete verkauft, oder? Ist ja mir Sonntag, da arbeitet der doch bestimmt wieder nicht, war ja klar. Ja, montags bis freitags, deswegen war der auch gestern nicht da. Ah, ich würde dann am liebsten noch mal einen Tag schlafen, ehrlich gesagt. Das ist ja ein cooler Effekt. Aber hier leuchtete doch eben noch was. Was ist denn damit? Nee, das war eine optische Täuschung, da leuchtet gar nichts. Okay. So, ich würde gerne etwas verkaufen, ehrlich gesagt, nicht kaufen. Weil bei ihr kann ich ja nur Essen kaufen. Das Problem ist anscheinend, alles, was ich hier zu Essen machen kann, kann ich halt nirgendwo verkaufen. Ich kann heute irgendwie gar nichts machen, weil wir jetzt Wochenende haben und die alle so trödelig sind, dass die gar nichts machen am Wochenende. Oh, ich muss 24/7 gefühlt hier immer arbeiten und Videos aufnehmen und alles drum und dran und die müssen hier alle gar nichts machen. Und keiner kann mir helfen, was jetzt das Geheimnis von diesen. Okay, er steht jetzt hier noch mit den Bienen. Wenn es ein R ist. Wir wissen ja noch nicht mal, was es überhaupt für ein Tier ist. Ich glaube, ich hatte Haifisch vermutet beim letzten Mal. Ich bin mir nicht sicher. Ach so, eine Sache können wir aber doch machen, doch. Das können wir doch machen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Wir konnten ja, anstatt hier reinzugehen. Oh, diese Mönchfrisur, ne? Das regt mich wirklich auf. Da kräuseln sich bei mir die Fußzehen hoch, wenn ich mir einen süßen Charakter erstellt habe und der verschandelt wird, indem der eine Glatze bekommt. Also, das ist fast genauso schlimm, wie wenn man überhaupt gar keinen schönen Charakter erstellen kann. Also solche Spiele rühre ich gar nicht erst an, weil, sind wir mal ehrlich, wir wollen ja alle schöne Charaktere erstellen. Also, hier ist was zum Öffnen. Wir wollen ja alle schöne Charaktere erstellen und nicht irgendwelche hässlichen Charaktere. Birkenwasser, okay. Also, mal aus Spaß oder so, ne, macht bestimmt auch schon mal jemand. Bei Gronkh habe ich das gesehen, dass der irgendwie ständig nur hässliche Charaktere erstellt. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber hier kann man sonst nichts mehr machen. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Weil, wenn einer einen hässlichen Charakter erstellt, bin ich schon raus. Weil dann, das ist halt so, als ob man das Spiel sowieso schon von Anfang an nicht ernst nimmt, ne? Weil sonst wird man halt mehr Zeit darauf verwenden, den Charakter halt so für sich zu personalisieren, sage ich mal. Ja, aber ich kann weder oben was machen noch unten was machen. Kann ich denn vielleicht mit der nochmal sprechen? Wegen dem Baum? Geh bloß nicht die Stufe hoch. Oder kann ich. Nee, hier kann ich auch nichts machen, ne? Ja, hi. Nee, ich habe kein Geschenk für dich und ich kann auch nichts mehr. So langsam muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Nee, da bildet sich nichts. So langsam muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen. Ja. Ich kann halt nichts machen. Ich muss mich jetzt theoretisch hinlegen, damit ich den nächsten Tag machen kann. Ich bin bei allen Leuten schon gewesen. Ich gehe jetzt zu dem Schmied, warum auch immer der samstags und sonntags arbeitet. Also, beziehungsweise es ist ja eine Sie, glaube ich. Mädel, du hast jetzt nicht zufälligerweise.
Ach nee, bei ihr kann ich gar nichts. Aber die hat auch keine Hochbeete, soweit ich weiß. Nee. Ich würde dir das ja gerne zurückzahlen, aber ich habe das Geld nicht. Und da ich keine Ahnung habe, wie ich Geld verdienen kann. Also ich hätte eine Ahnung schon, aber dafür haben wir halt keine Zeit jetzt, weil geht halt nur am Wochenende. Ich habe eine Lampe bekommen, sehe ich gerade. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, dann haben wir nichts weiter zu tun, als noch eine Nacht zu schlafen. Also die Wochenenden in diesem Bereich sind halt sehr Mist, so wie es aussieht. Da kann man gar nichts machen. Dann machen wir mal Kartoffelsuppe. Der pure Saft der Birke. Er ist super süß und gesund. Tja, können wir aber im Moment noch nicht viel mit anfangen. Läuten alle Blumen? Was ist denn das für eine Frage? Okay, die Blumenlampe können wir sowieso nirgendwo draufstellen. Die tun wir jetzt erstmal weg. Und mit dem Kuchen müssen wir mal versuchen, ob wir den eventuell verkauft bekommen. So, hier gucke ich jetzt nochmal eben nach. Keksrahmen und so weiter. Tontopf. Weil ich war eigentlich der Meinung, wir hätten da eine Anleitung für bekommen, aber offenbar ja nicht. Sondern wir konnten die anscheinend nur kaufen. Achso, mit Steinen kann ich mir Wege machen. Das ist auch gut zu wissen. Kann sein, dass ich das schon mal gesehen habe, aber ich weiß es nicht. Hochbeet, 10 Gras. Aber das Gras habe ich auch nicht, weil wir kein Gras haben, was wir ernten können, meine ich, ne? Ah nee, das ist Gras. Okay. Dann, tauschen wir die mal eben. Gras und das haben wir. So. Dann ist wirklich das Letzte, was wir im Endeffekt noch brauchen, dieses doofe Hochbett. So, wir haben Montag. Der Mönchsköpf ist wieder da. Ich hasse es. Was ist ein N? N ist Tagebuch. Hä? Ich dachte, J ist Tagebuch. Was denn nun? Was ist R? Achso, das sind die. Okay. Destilliertes Wasser wird aus Wasser hergestellt. Ja, irgendwie haben wir Wasser bekommen. Ich weiß aber nicht mehr so genau wie. Komposter, Holztruhe. Also hier können wir dann alle Rezepte mitsehen mit dem. Ah ja, okay. Das ist das, was ich meinte. Man muss ja dann normalerweise sehen, dass man es ernten kann. Okay, perfekt. Aber wir haben sonst nichts anderes mehr, ne? Wir haben jetzt keine Samen mehr, soweit ich weiß. Füll das doch einfach mal. Genau, okay. Ich tue mir die Kartoffel mal eben weg. Ich meine, normalerweise ist das ja nicht viel Platz, der dann da flöten geht, aber, ne? So, Düngemittel haben wir. Genau, aber wir haben keine Samen in dem Sinne. Wir haben jetzt nur die Kartoffeln selber. Das ist nämlich das, was ich jetzt auch. Oh, ich wollte mich ja nicht mehr umdrehen. Das ist ja das, was ich mich auch noch gefragt hatte. Was mich auch noch gefragt hatte, genau. So, komm. Ich dachte, der stellt schneller um. Also hier oben können wir sowieso nichts machen. Der fragt immer noch nach dem Geld und das kann ich ihm halt nicht geben. Und dann brauche ich nochmal mehr für was anderes, glaube ich. Oh, wann ist der denn jetzt geöffnet? Komm. Ab 8 Uhr. Haben wir denn immer noch keine 8 Uhr? Ne, wir haben 7 Uhr. Jetzt müssen wir hier warten, bis es 8 Uhr sind, oder wie? Ach, Leute, ist das denn da ernst? Geh mir mal aus dem Weg hier. Du bist für mich einer der dummsten Charaktere. Lieber Besucher, vielen Dank für dein Interesse an dieser fantastischen Einrichtung. Bitte gib uns noch etwas Zeit für die Vorbereitung. Beehre uns bald mit deinem Besuch. Ach, der hat noch gar nicht geöffnet, oder wie? Ja, ich habe das so verstanden, dass der geöffnet hat. Na gut. Bei der einen kann ich ja auch nichts machen. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen im Kreis, weil ich glaube, dann vergeht die Zeit schneller, oder? Nee, so vergeht die Zeit auch. Okay, kommst du raus? Ich bin schon mal hier. Hallo hier, Kunde. Kunde wartet. Oh. Er war jetzt aber schnell da. Konnte ich noch nicht mal einen Kaffee trinken.
Oh, hallo, was kann ich dir bringen? Ich würde gerne etwas kaufen, ja. Samen würde ich auch gerne kaufen, ehrlich gesagt, aber ja. Der hatte kein Hochbeet, so wie es aussieht. Scheiße. Ist das alles? Das hier ist dann sortiert, ne? Nehme ich mal an. Das ist ja doof. Lebensmitteltrockner. Ja, aber wo? Ich meine, ich habe doch irgendwo ein Hochbeet gesehen. Oder war das jetzt bei Reka? War das in einem anderen Spiel? Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe hier irgendwo. Ich mache da mal den Kuchen rein. Können wir wahrscheinlich eh nirgendwo verkaufen. So. Keine Ahnung, was dann damit passiert. Ja, jetzt weiß ich so gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Hallo. Warum redest du mal mit dir? Weiß ich nicht. Ich wollte dich nur ein bisschen besser kennenlernen. Glaub mir, das willst du nicht. Ja, das glaube ich auch, aber das entscheide ich selbst. Wie auch immer. Es ist schon spät, ich sollte gehen. Pass auf dich auf. Tja. Also, ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll, ne? Hey. Darf ich mir dein Handwerk ansehen? Sicher, aber du weißt schon. Ach, er hatte ein Hochbeet. Ja, unser ganzes Geld ist weg, aber wir haben das Hochbeet. Ja. Ah, wir kommen doch etwas weiter, hoffe ich zumindest. Also ich weiß nicht, was der kleine Geist da jetzt genau. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Komposter machen sollen. Aber vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen weiter. Es ist aber auch schwierig, hier was zu finden, womit man arbeiten kann. Also da muss ich sagen, ich hatte irgendwie, ja, bei Reka mehr zu tun als hier, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich muss die Sachen noch rausnehmen vorher, ne? Oder wie war das? Der kriegt das sonst nicht hin, wenn das in der Truhe ist, glaube ich. So, Komposter. Ah, nee, Hochbeet habe ich ja. Moment. Ach so, Moment. Wenn ich eins kaufe, kann ich noch eins herstellen? Oder waren das jetzt nur Anleitungen dafür? Moment, habe ich jetzt einen? Nee, ich habe keinen. Ach, ich habe die Anleitung dafür. Ja, weil wenn der Komposter steht, gehe ich davon aus, dass der mir einen Komposter verkauft hat. Warum auch nicht? Ich meine, so einmal Bretter braucht man noch. So, dann können wir jetzt ein Hochbeet machen. Zack. Und dann können wir einen Komposter machen. So. Nein, ich habe es nicht gesehen mit der Münch hier auf dem Kopf da. Na, ihr wisst, was ich meine. Was war nochmal Trick 17? Ich kann mir das nicht anzeigen lassen. Das ist mein Problem. Ah, jetzt. So, Moment. Machen wir den mal hier so. So hin. Und nu? Was soll ich denn hier kompostieren? Sagt mir ja keiner. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch mal ein paar von den Dingern machen. Weil es muss ja irgendwas sein. Die Frage ist, was meinen die? Ach so, Grünschnitt ist, glaube ich, dieses. Dieses, was nicht mehr gut ist, ne? Aber wo habe ich dann Gras herbekommen? Hatte ich das am Haus gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Also den Grünschnitt, der ist ja sowieso vergammelt, sage ich mal. Ich denke mal, dass wir den wahrscheinlich kompostieren müssen. Deswegen werde ich da jetzt noch mal ein bisschen was von holen. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Haben wir dann Dünger, womit wir die Erde theoretischerweise um uns herum ja wieder verbessern können? Oder worum geht es jetzt genau hier? Also es geht ja im Endeffekt darum, dieses schöne Fleckchen, was ja sicher einmal sehr schön war,
ich sag mal, so grün und braun zu machen wie da hinten. Das ist ja hier alles, das zieht ja hier alles weg. So, und die hat ja gesagt, die ganzen Pflanzen hier, also Pflanzen, ne? Also dieser Weizen, der vertrocknete Weizen, sag ich mal, Kristallweizen, der zieht hier quasi das Leben raus. Heißt für mich, ich muss das jetzt wegmachen. Ich weiß aber nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt hier vorher schon hinter dem Zaun war. Oder ob das jetzt wirklich so eine Art Bedrohung ist für mich, dass das immer weiter... Wieso nimmt der das nicht immer an? Dass das jetzt immer weiter dahin geht, weil ich die Dinger jetzt nicht weggemacht habe. Das kann natürlich auch sein. Die hört sich so amerikanisch an, finde ich. Ja, na. Ich weiß auch nicht. Gut, wir machen hier noch so ein bisschen und dann legen wir das mal in den Komposter rein. Hier die drei oder was das sind? Noch vier sind das, glaube ich. Vielleicht auch fünf, keine Ahnung, wenn die da so aneinander wachsen. So. So. Dann schauen wir mal. Müsst ihr noch gegossen werden? Ich finde das viel einfacher, ehrlich gesagt, bei hinterm Horizont. Da kann man immer schön sehen, wo halt eben noch gegossen werden muss und nicht. Ich meine, klar, es ist von der Art her, also von der Grafik her, also es ist natürlich komplett anders. Es ist halt ein Pixel-Art-Game. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mein Fable für Pixel-Art-Games entdeckt. Vielleicht ist es auch so eine Nostalgieschiene oder so, ich weiß es nicht. Am Anfang, nee, der Anfang und das Ende. Ich würde jetzt mal sagen, wir hauen einfach alles rein. Wir kriegen ja noch was Neues. So. Der kompostiert jetzt. Die Frage ist, wie lange kompostiert der? Das kann man leider nicht sehen, ne? Was ist denn das hier? Achso, alles nehmen. Tja, wenn ich jetzt wüsste. Ich denke mal, ich müsste einmal schlafen. Und dann kompostiert der... Hat er zu Ende kompostiert oder so. Keine Ahnung. Ah, habe ich hier schon bewässert? Habe ich das jetzt eben gemacht? Ich bin hier gerade schon total... Nee, ich war doch gerade eben komplett woanders. Moment, ich tue erstmal die Sachen hier weg. Wenn ich sie denn überhaupt wegmachen kann. Ich sollte vielleicht nochmal eine neue Kiste machen. Ich meine, im Moment geht's noch. Im Moment kann ich hier noch... kann ich hier noch Sachen reintun, aber halt nicht mehr lange, ne? Deswegen... Ich schätze mal, dass Düngemittel rauskommt. Ich bin mir aber nicht sicher. So, Wasser habe ich durch irgendwas auch bekommen. Wie ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Da brauchen wir 10 Bretter für. Bretter. Achso, ich habe jetzt die Baumstämme weggetan. Guten Morgen. So, der macht 6 Bretter. Also machen wir mal 2. Und dann können wir das eigentlich auch direkt machen. Zack. Das legen wir jetzt hier wieder zurück. Und das ist die Nummer 8. So war das. Die machen wir dann hier so. Zack. Ja, brauche ich ja jetzt nicht gucken. Ich weiß ja, was das ist. So. Ja, da haben wir immer noch nicht unsere Sachen, weil wir die dummerweise verballert haben. Ja, ich würde sagen, ich lege mich jetzt noch einmal schlafen und probiere das jetzt in dieser Folge nochmal kurz aus. Ist ja eh immer... Oh, komm, geh einfach. Wieso ist es jetzt dunkel? Weil es regnet, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Tomatenscheibenwürfel. Achso, Tomatenscheiben und Tomatenwürfel. Ah, das ist wenigstens realistisch gemacht. Die Tomaten kann man mehrfach abpflanzen. Das ist gut. Die Frage ist... Ah, jetzt, genau. Das hatte ich gehofft. Da ist jetzt Kompost rausgekommen. Ah, da ist der Kleine wieder. Das hatte ich gehofft. Das machen wir heute noch. Toll. Das ist der Anfang von etwas Großem. Mit Entschlossenheit, Mut und einem Quäntchen Glück kannst du diesen Ort zum Blühen bringen. Aber nicht alle Pflanzen werden hier sofort wachsen können. Starke und einfache Pflanzen sind am Anfang am besten.
Nimm diese. Sie werden den Heilungsprozess des Bodens in Gang setzen und bald werden andere folgen. Und vergiss nicht, dich in der Umgebung umzusehen. Ah, magische Lupe. Wer weiß, was du alles finden könntest. Ist das die magische Lupe? Moment, das zeigt er mir jetzt nicht. Nee, das ist Löwenzahnsamen. Ah, ich kann Löwenzahn machen. Brennnesselsamen. Oh, ich liebe euch. Tomaten. Moment, dann tun wir die Tomaten nach unten. Die beiden Samen müssen wir pflanzen. Und die Lupe, die nehmen wir so. Aber was macht die Lupe eigentlich? Lass die Dinge analysieren. Das möchte ich nochmal kurz ausprobieren vorher. Ah, hier. Anschauen. Gras. Grünschnitt? Grünschnitt. Wenn mir das jetzt noch einer übersetzt, was das bedeutet, dann, ich denke mal, aber das ist jetzt nur eine Vermutung, ich denke mal, dass man hier wohl dran sieht, was man braucht. Also man könnte, also hier, das weiß ich jetzt nicht, 0 von 1. Im Moment regnet es ja, das heißt, der Boden ist bewässert, nehme ich an, heißt das. Dann, hier könnte ich Dünger hinmachen. Damit die Pflanze wächst vielleicht, keine Ahnung. Ich vermute mal, diese kleinen Pflänzchen, die hier sind, dass wir die tatsächlich zum Wachsen bringen sollen. Das heißt, der Dünger, den ich jetzt so clevererweise... Oder? Hatte ich den weggetan? Ah, nee, den habe ich noch. Also Kompost, ja, gut. Dass wir den vielleicht... Ich sehe die Pflanze nicht mehr, es ist so dunkel. Dass wir den vielleicht hier so hinmachen sollen. Klatsch. Ich habe den jetzt einfach dahin geklatscht. Ich weiß es nicht. Moment. Jetzt ist das natürlich, wenn man das im Dunkeln anschaut, ist es vielleicht nicht ganz so gut. So, da ist halt das Gleiche wieder. Ich gucke mir jetzt nochmal die Stelle hier vorne an. Da ist jetzt hier das ganz rechts. Das könnte vielleicht die Heilung bedeuten oder so. Also ich kann es mir halt nicht angucken. Ich kann nicht rechts oder links klicken. Deswegen, ich mache jetzt mal hier einen Screenshot. Mal gucken, ob ich da vielleicht was zum Internet finde. Aber, ja, ist wahrscheinlich schwer. Wenn ich da was zu herausgefunden habe, dann werde ich das auf jeden Fall auch in den Blog reinposten. Das haben wir ja schon mal, oder nee, das hier war es, glaube ich, haben wir schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Wasser ist klar, es hat geregnet. Ach, das hier ist auch hoch. Das heißt wohl so viel wie dieser Teil ist bewässert, ist gedüngt, wobei das ja eigentlich auch Dünger ist, und da könnte was wachsen. Das sind jetzt nur meine Vermutungen. Also vielleicht habt ihr das Spiel ja auch selber und spielt das gerade und seid schon weiter als ich. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich blicke gerade noch nicht so ganz durch. Gras, was für ein schöner Geruch. Der Anfang und das Ende. Der Anfang und das Ende. Also das kann man sich angucken, die anderen kann man sich nicht angucken. Ich kann ja auch nichts, ich kann ja wirklich nichts machen. Also was das betrifft, muss ich sagen, fände ich es schön, wenn das so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr erklärt würde. Da ist jetzt auch wieder... Aber da steht immer Gras oben. Also es kann natürlich sein, dass das tatsächlich Gras ist. Und dass ich mir aber auch andere Sachen theoretisch angucken kann. Was ist denn hiermit? Ah, ja, guck mal hier. Da steht zum Beispiel Löwenzahn drauf. Also das ist tatsächlich Gras, was dann wächst. Das wäre natürlich für mich ganz gut. Dann hätte ich wieder neues Gras, was ich ernten könnte. Oder ich lasse das stehen. So habe ich das zumindest jetzt verstanden. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Und drumherum kommt noch Gras, was ich dann wieder ernten kann. Das weiß ich natürlich nicht. Löwenzahnwurzel, bitter, aber gut. Pusteblume, sieht so flauschig aus. Löwenzahnblüte, intensive gelbe Blüte, ist bei Bienen sehr beliebt. Oh, können wir später Honig machen? Fragezeichen. Blatt einer Löwenzahnpflanze, das ist immer gut. Auf jeden Fall auch für Tees und so weiter. Okay, okay, okay. Also viel kann man jetzt hier nicht sehen, leider, aber... Und hier steht 0 von 8. Heißt das, damit können wir dann wieder neue machen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich klatsche mir jetzt hier auch mal was von diesen
von diesem Dünger rauf. Zack. Ja, und habe genau alles erwischt, aber nicht den Löwenzahn. Das war jetzt geil. So. Das heißt, hier sollte jetzt ein Pflänzchen entstehen. Hoffen wir es mal. Ist hier auch noch was? Das ist Gras. Ja, komm, ich habe da so viel von. Ich klatsche das einfach hier so. Zack. So. Versuchen wir es einfach mal. Ne? Man weiß es ja nicht. Hier hinten ist auch noch was. Das ist auch wieder Löwenzahn. Das ist sehr gut. Klatschen wir hier auch noch was hin. So, der ist auf jeden Fall damit drin. Vielleicht vermehrt er sich ja auch genau in diesem Bereich. Vielleicht tut sich auch gar nichts. Ich habe keine Ahnung. ich spiele das Spiel ja schließlich auch zum ersten Mal. Was haben wir denn hier? Ist auch Löwenzahn. Sehr gut. Klatschen wir auch voll. Zack. Ist auf jeden Fall drin. Okay. Dann. Hier ist auch wieder was. Das dürfte Gras sein, ne? Ja, aber klatschen wir trotzdem ein bisschen was hin. Wir haben hier 74 von diesen Kompostzeugs. Ich meine, ne? Das ist doch okay. So. Wenn wir das, können wir auch anschauen. Ach so, das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir unsere Ernte quasi anschauen. Da sehen wir dann, das Ganze braucht 5 Tage insgesamt. Okay, dann können wir die am nächsten Tag ernten. Es hat genug Wasser. Aber anscheinend kein Dünger mehr. Wieso kein Dünger mehr? Ich habe ja doch das Zeug hier drauf gehauen. Oder ist das jetzt nur noch hier? Na gut, dann klatschen wir halt auch noch was von dem Zeug drauf. Macht ja nichts. So. So, und dann gucken wir jetzt nochmal. Es ist gedüngt und die Pflanze ist fröhlich. Keine Ahnung. Ich denke mal hier unten, dass das wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, was dann später noch kommt. Also, dass der Ort da magischer wird und sich größer ausbreitet oder sowas. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, ich lasse die Sachen jetzt einfach mal drin. Obwohl, nee, ich mache schon mal Brennnesselsamen rein. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, hierhin. Dann düngen wir den Boden hier auch nochmal so ein bisschen. Zack. Schmeiß alles drauf. Einmal genug. So, und dann pflanzen wir die... Ach so, dabei habe ich das Zeichen gesehen. Genau. Ah, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Ach so, ich dachte gerade, wieso wird das nicht weniger? Wir haben immer noch 9. Aber stimmt ja. Sind ja... das sind ja die da drunter. Ich glaube, wir brauchten 5 für den Tee, wenn ich mich richtig erinnere. So, das heißt, wenn ich... Alter. Wieso geht die da nicht ran? Das sind nur Brennnessel. So. Okay, nee, oder auch nicht. Ich dachte, das hat jetzt vielleicht was damit zu tun. Aber anscheinend nicht. Wenn wir das anschauen, da kommen wir auch nicht dazu. Nö. Aber soll gut wachsen. Also, ich denke mal... was musste ich da nochmal drücken? Komme ich doch auch so rein. Rezepte. Nee, das sind die... Hä? Das sind die Aufgaben... Oder waren hier die anderen Rezepte? Ah, die sind alle hier drin. Moment, wo ist denn hier? Die Rezepte. Achso, hier oben. Ja, wir brauchen 5 Blätter. Dann lassen wir das erstmal so. Und 2x Wasser. Aber ich habe nur einmal Wasser. Wieso habe ich nur einmal Wasser? 1 von 1 destilliertes Wasser. Wie habe ich das denn jetzt nochmal gemacht? Habe ich das? Da muss ich nochmal eben gucken. Das würde ich gerne heute nochmal schnell machen. Ich weiß, ich überziehe jetzt hier komplett, nachdem ich jetzt weiß, was ich machen muss. Aber mit dem Wasser komme ich jetzt gerade nicht so klar. Musste ich nicht irgendwie... Hier war das nicht, oder? Nee. Wie kriege ich das? Es ist klar und frisch. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie das war. Da musste ich einfach nur zum Brunnen hingehen. Ich musste nichts haben, oder? Ja. Ach, okay. Ja, das muss man ja erstmal alles wieder wissen. Ich mache mir da mal einfach so... Ich hau mir da mal so 50, 52 rein. Dann habe ich noch genau 50 übrig. So, okay, okay, okay. Aber wofür brauche ich das nochmal? Moment, jetzt habe ich das extra
Auch ich tippe hier immer auf die falschen, Mann. Hierfür war das, ne? Genau. Und da brauche ich dann jetzt noch die. Genau. Okay. Hab ich. Ne, die sind alle übereinander gestapelt. Wobei die Tomaten könnte ich mal wegtun. Also ich mache das mal so, dass ich auf der rechten Seite die Sachen zum Pflanzen reintue. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Aber ein paar haben wir ja schon. So. Und links. Eigentlich würde ich rechts gerne auch das ganze Essen mit reintun. Ach, hier haben wir auch noch Wasser drin. Ach, das wird gar nicht dazugerechnet. Stimmt. Das vergesse ich immer wieder. Ja, pass auf. Dann tue ich alles, was man so holen kann und so weiter, tue ich da rein. Und rechts tue ich dann alles so zum Essen rein. Birkenwasser weiß ich jetzt nicht so genau, wozu das jetzt zählt. Ja, gut. Düngemittel ist natürlich. Moment, das ist aber noch Essen. Das ist Salz. Sand, Kiefernharz. Lehm. Das ist soweit okay. Und das, was ich essen kann, das tue ich dann hier unten hin. Das ist halt nichts zum Essen. Das ist irgendwas, was man vielleicht verwenden kann. Das sind auf jeden Fall Sachen, mit denen man kochen kann. Und das Wasser, ja, wir können das halt nicht einzeln rausnehmen. Ne? Ich würde sagen, das lasse ich mal drin. Das lasse ich auch drin. Den Dünger lasse ich auch mal drin. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, gehen wir dann schlafen, damit sich draußen was tut? Oder speichern wir einfach so ab? Ich würde normalerweise sagen, wir gehen dann schlafen, weil dann ist der Tag nämlich auch rum. Ist das Haus grüner geworden oder kommt mir das eigentlich nur so vor? Also da war vorher auch schon grün dran, das weiß ich. Irgendwie kommt mir das. Oder es ist jetzt, weil es hier draußen jetzt auch so dunkel ist und alles. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, also ich persönlich werde jetzt mal schlafen gehen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werde ich dann hoffentlich nicht wieder so lange aufnehmen. Also es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass es jetzt so lange war. Aber irgendwie kam da noch so viel hinzu, nachdem ich da am Anfang so gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und ja, jetzt, wo wir doch so ein bisschen mehr wieder den Schwung haben, macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. War aber eine coole Idee mit diesen kleinen Geistern. Ich finde den total niedlich. Ja, danke schön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!